Hallo und herzlich willkommen bei Sky Exchange. Wir sind wieder zurück in Minecraft. Das hat ja auch ziemlich lange gedauert und wir sind auf einem Skyblock, aber auf einem besonderen Skyblock, denn hier wird erstmal nicht so laufen, wie wir es eigentlich gewohnt sind und nur deshalb mache ich diese Serie. Ihr könnt euch auch gewiss sein, dass ich sehr viele Kompromisse eingehen musste, um diese Serie jetzt tatsächlich starten zu können. Und ich musste viel rumfummeln. Und das ist im Endeffekt nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es funktioniert, es ist in Ordnung und ich kann euch wieder Minecraft präsentieren. Also wir gucken uns hier mal erstmal um. Gut, ich brauche mich eigentlich gar nicht umzugucken. Wir sind auf einem Skyblock, die komplette Welt ist leer. Und wir stehen auf einem einzelnen Grasblock. Und da fällt mir gerade ein, ich habe die beiden wichtigsten Commands vergessen, nämlich einmal die Game Rule, Keep Inventory True, damit wir unser Inventar nicht verlieren, wenn wir runterfallen. Das ist relativ wichtig, gerade für den Anfang. Und einmal Game Rule, Mob Griefing Falls, damit Creeper unsere Blöcke nicht zerstören können. So. Dieser Skyblock hier, der ist auf Project E ausgelegt, also darauf, dass wir Sachen transmutieren und auf eine Art und Weise bekommen, wie wir sie sonst nicht bekommen haben, mit sehr vielen, besonderen Rezepten, die es normalerweise nicht gibt. Dieser Dirtblock hier, der ist was Besonderes, der wird nämlich respawnen, wenn wir ihn abgebaut haben. Und das bedeutet, ich muss ihn nur abbauen und den wegfliegenden Block im Sturz erwischen. Und dann werde ich runterfallen, sterben und wieder auf diesem Block spawnen. Das werden wir jetzt einfach mal versuchen. Ich werde versuchen abzuspringen, bevor der Block unter mir verschwindet, so wie eben. Und da habt ihr gesehen, er ist weggeflogen und sofort wieder erschienen. Jetzt bin ich eben nicht schnell genug gesprungen und deshalb sterben wir hier einmal. Ist nicht so dramatisch, ist kein Hardcore oder so. Aber dieser Todesschrei, den fand der Modpack-Creator wohl scheinbar komisch. Jetzt sind wir wieder gesprungen, aber das Dirt ist wieder weggeflogen. Das ist jetzt mehr so eine Art Glückssache. Da bin ich einfach eine Sekunde zu spät gesprungen. Nicht eine Sekunde, sondern nur ein paar Frames zu spät. Das ist jetzt tatsächlich eine Glückssache. Das müssen wir noch ein paar Mal probieren. Und was war das denn? Der ist ja wieder abgesprungen. So eine Verarsche. Ach, jetzt bin ich wieder nicht richtig gesprungen. Okay, hat leider wieder nicht geklappt. Wir probieren das weiter. Die eigentliche Idee dieser Mechanik ist ja eigentlich, dass man den Dirtblock im Sturz fangen soll und dann von unten auf die Unterseite des Dirtblocks setzen soll, auf dem wir gerade standen, der wieder spawnt. Sodass man runterfallen kann und sterben kann und das nächste Mal hat man unter dem verschwindenden Dirtblock einen anderen Dirtblock. Aber das sind zu viele Bewegungen auf einmal, das kriege ich nie im Leben hin. Wir sehen ja, ich versage hier schon und wir müssen uns ständig diesen furchtbaren Schrei anhören, den ihr hoffentlich gar nicht so sehr vernehmen könnt, weil ich ja drüber laber. Da, jetzt haben wir einen Dirtblock bekommen, sehr gut. Und da steht Quest Complete, Dirty Job. Wenn wir hier Tab drücken, oder ist zumindest bei mir so, haben wir hier Better Questing. Eine Quest-Mod, für die wir kein Buch mehr brauchen. Das ist eine ziemlich coole Sache, da brauchen wir kein Item für. Dann gehen wir mal in die Quest rein und die erste Quest war hier, Dirt zu bekommen. Und der Reward ist ein Console-Command, sowas gibt es auch. Also wir bekommen nicht immer irgendwelche physikalischen Objekte als Belohnung. Claim, und jetzt gehen wir mal raus und da steht, Pesty is doing its best. It's best. Na gut, okay. Wir werden hier noch mehr Dirt abbauen und das wird jetzt schon auf jeden Fall besser gehen. Jetzt brauchen wir nämlich nur noch Glück beim Einfangen des Dirtes, aber das funktioniert relativ gut, wie wir das hier sehen. Und dann können wir uns hier so langsam aber sicher eine Plattform... Hoppala. Das hat mich jetzt selber ein bisschen überrascht, dass ich da runtergesprungen bin. Da hat mir wohl Schiff doch nicht so viel bedeutet. Also da werden wir jetzt jedenfalls unsere Plattform drumherum bauen und dann haben wir unseren respawnenden Dirtblock immer in der Mitte und dann kann man sich so ungefähr merken, welchen Dirtblock man abbauen kann, um hier Dirt zu bekommen. Ich weiß nicht, inwieweit sich das automatisieren lässt mit einem Blockbreaker oder so, aber es ist nicht wirklich ein technisches Modpack. Wir gucken mal, was unsere nächste Quest ist. Hier steht Philosopher's Stone. Wir müssen einen Philosopher's Stone craften. Ja, das ist nicht so schwer, wie es klingt. Eine Philosopher's Stone ist ein ultra wichtiges Werkzeug für uns. Der wird aus 4 Dirt hergestellt. Tatsächlich. Was anderes können wir ja aktuell auch gar nicht machen. Wir haben kein Holz und dementsprechend können wir keinen anderen Crafting Table herstellen. Das Einzige, was wir craften können, besteht höchstens aus 4 Dirt. Und das Beste, was wir daraus craften können, ist ein Philosopher's Stone. Den brauchen wir, der ist wichtig. Das ist hier kein Quatsch. Complete. Und wir bekommen 4 Dirt als Belohnung. Wunderbar. Wir sollen hier ein Acorn bekommen.
Und das bekommen wir, indem wir Gras aus Dirt herstellen und den Grasblock mit dem Philosopher Stone in der Hand zerstören. Also werden wir hier erstmal einen Dirtblock hinstellen. Und den können wir jetzt zu Sand umformen und den Sand dann zu Gras. Und wenn wir mit dem Philosopher Stone in der Hand den Grasblock zerstören, dann bekommen wir einen Acorn. Und daraus könnten wir einen Baum pflanzen. Aber erstmal wollen wir hier die Quest komplettieren, bekommen wir nochmal 4 Dirt. Und die nächste Aufgabe ist, Compressed Sand herzustellen und Bone Meal. Also wir haben eben gesehen, dass man Sand bekommt, wenn wir Dirt transmutieren. Das werden wir mal hier machen. Dass wir uns hier ein bisschen Sand herstellen. Und das werden wir dann abbauen und daraus werden wir Compressed Sand herstellen. Und wenn wir dann den Compressed Sand mit dem Philosopher Stone abbauen, dann bekommen wir daraus Bone Meal. Es erscheint teilweise ein bisschen random und ein bisschen merkwürdig, aber es ist so und wir müssen das jetzt einfach mal akzeptieren, dass man das so machen soll und dass das die richtige Vorgehensweise ist. Okay, wir haben auch ein Crafting Table. Wenn wir C auf den Philosopher Stone drücken, haben wir ein Crafting Table. Daraus können wir den neuen Sand zu einem Compressed Sand zusammencraften. Andernfalls hätten wir auch unser Acorn anpflanzen können und einen Baum bekommen. Das wäre natürlich auch möglich gewesen. Aber wir haben das so gemacht, stellen den Compressed Sand hin, bauen den mit einem Philosopher Stone ab und da haben wir Bone Meal bekommen. Ist das nicht super? Jetzt gucken wir mal in die Quest rein. Wir brauchen einen Compressed Sand, klar, und ein Bone Meal. Und wir bekommen als Belohnung 3 Bone Meal. Wunderbar. Damit haben wir das auch abgeschlossen und die sehen wir schon. Jetzt geht es los mit Barrels und den Clay Buckets und den Crooked und so. Und jetzt sollten wir langsam daran gehen, unsere Plattform auszubauen. Aber ich werde erst einmal diesen Baum hier pflanzen und wir könnten hier per Tree Growing Simulator auch wieder ein bisschen rumtwerken, damit der wächst. Aber wir haben ja Bone Meal. Und das hat tatsächlich doch was gebracht. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie es aussieht hier mit Vein Miner oder einem vergleichbaren Mod. Es sieht ja nicht so aus, als wäre Ore Excavation drin. Da werde ich gleich nochmal kurz nachgucken. Das wäre sehr hilfreich und das wäre eigentlich für mich unverständlich, warum es in so einem eher magiebasierten Modpack nicht drin sein sollte. Und wir wissen ja auch, wir haben alles aus einem einzigen Dirtblock rausbekommen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt kein Sapling mehr bekommen, können wir uns aus einem Dirtblock und einem Grasblock zusammen mit dem Philosopher Stone einen neuen Sapling herstellen. Also wir sehen, es ist nicht das Ende der Welt, wenn mal irgendwas nicht klappt und wir irgendwie Materialien verlieren oder so. So von wegen, wenn jetzt der Baum keinen weiteren Sapling droppt, dann haben wir verloren, sozusagen. So ist es tatsächlich nicht und das finde ich ziemlich cool. Es gibt hier kein Point of No Return. Also, nee, das war jetzt eigentlich falsch. Es gibt keinen Punkt, an dem man versagt hat, sage ich mal so. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ich gucke jetzt mal kurz nach, ob es diese Ore Excavation Mod gibt. Nein, sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus, als ob es Ore Excavation gibt, aber das ist vielleicht doch gar nicht so dramatisch. Wir werden mal hier tatsächlich noch einen Baum pflanzen. Erstmal hier noch ein bisschen Zeugs abbauen, denn eigentlich möchte ich nicht meine ganze Plattform aus Dirt herstellen. Es mag ja sein, dass wir jetzt relativ schnell Dirt bekommen können, aber ich finde immer auf Dirt rumzulaufen, also, ne, ich finde, das ist irgendwie nicht die richtige Herangehensweise. Man sollte einen Skyblock nicht aus Dirt herstellen. Das war immer mal so wertvoll. Ist es heute nicht mehr allzu sehr. Das sehen wir ja. Das Einzige, wovon wir wirklich unendlich viel haben, ist Dirt. Obwohl, wir haben so gesehen auch unendlich viel Holz. Also wir haben eigentlich von allem unendlich viel. Aber war es nicht in Minecraft schon immer so? Eigentlich war es in Minecraft nicht immer so. Denn die haben ja irgendwann angefangen, die Welten von Minecraft nicht mehr endlos groß zu machen. Die haben irgendwann angefangen, gesagt, okay, Welten sind jetzt maximal 30.000 Blöcke groß. Ich weiß nicht, was allerdings passiert, wenn man an dieses Limit rankommt. Das ist ein Geheimnis, was ich bis heute noch nicht gelüftet habe und nicht erfahren habe, was da passiert. Also wir gucken mal, wir sollen einen Barrel bauen. Klar, das ist kein Problem. Und da bekommen wir eine Splash Water Bottle und einen Console Command. Splash Water Bottle, damit können wir vielleicht das Barrel mit Wasser füllen, ich weiß auch nicht. Dann sollen wir noch ein Bucket herstellen. Einen normalen Bucket? Nein. Nee, putting dust into a barrel full of water will result in a clay block. Jaja, also da sollen wir den normalen Clay Bucket herstellen, das ist kein richtiger Bucket. Das ist nicht die richtige Bucket-Textur. Wir sollen natürlich noch einen Wooden Crook herstellen und ein Transmutation Table, wo wir Obsidian bekommen. Ich glaube, das ist
doch etwas schwieriger und da müssen wir auch schon in den Nether gehen. Und das ist Skyblock 101. Wir können natürlich auch Make a House a Home machen, aber da geht es dann schon los mit dem Energy Condenser, der ziemlich viel EMC hat, wie wir sehen. Und wir müssen erst einmal unsere Materialien bekommen. Also wir müssen uns erstmal ein bisschen aufbauen hier und ein bisschen grundsolide Struktur reinbringen in das Ganze, ansonsten wird das nichts. Aber ich werde mir jetzt hier auf diesem kleinen Skyblock, den wir jetzt gebaut haben, das ist ein 4x4, da werden wir jetzt mal ein bisschen draufbleiben und ein paar Sachen craften, weil ich glaube, so bald müssen wir uns erstmal nicht expandieren. Wir sind, glaube ich, relativ gut dran, wenn wir hier erstmal klein bleiben. Also, da wollen wir doch einfach mal gucken. Quests, Skyblock 101, ein Barrel sollen wir bauen. Okay, das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. Wir gucken mal. Ein normales Oak Barrel. Gut, da brauchen wir nur einen Slab für. Das ist kein Problem. Und dann bauen wir hier ein Oak Barrel und da haben wir schon wieder eine Quest abgeschlossen. Werden wir sowieso brauchen für Wasser. Für Dirt werden wir es nicht brauchen. Das haben wir ja eben gemerkt. Das können wir uns ja endlos machen. Aber wir bekommen ja ein bisschen Wasser. Gut. Und außerdem... Ah, das wäre die Console Command. Das ist ja sehr nett. Der Console Command war scheinbar, dass es anfängt zu regnen. Das ist sehr cool. Dann werden wir uns hier gleich noch einen Barrel machen. Also der Regen gehörte zu unserer Belohnung dazu. Das ist ultra cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, zwei Barrels reichen für unendlich Wasser. Aber wir werden uns jetzt einfach noch mehr herstellen. Einfach damit wir hier die Möglichkeit haben, Clay herzustellen. Ohne dass wir jetzt irgendwie rumgeizen müssen, weil wir kein Wasser mehr haben oder so. Ne? Also ich möchte jetzt schon Clay herstellen können, bevor ich ein Wasserpool habe. Ich weiß nicht, was ich mit der Splash Potion Water machen soll. Mit der Splash Water Bottle. Ich weiß nicht, ob die einen Wasserblock spawnt. Ich glaube, das ist nämlich nicht der Fall. Das wäre ein bisschen doof. Also gut, wollen wir mal gucken. Wir brauchen nämlich einen Bucket. Und das bedeutet, wir müssen jetzt erst einmal mehr Holz herstellen. Denn wir müssen uns einen Hammer herstellen von Ex Nihilo und dann tatsächlich den Sand mit dem Hammer bearbeiten, um das zu bekommen. Wir sind aktuell nicht in der Lage, um Gravel zu bekommen, glaube ich. Ich bin mir relativ sicher, dass wir aktuell kein Gravel bekommen können. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben Sand, wir haben Dust und wir haben dann auch Clay. Und das sollte eigentlich reichen. Verdammter Baum könnte ruhig mal wachsen. Wir haben jetzt auch tatsächlich kein Bone Meal mehr. Hätten wir jetzt herstellen können, indem wir noch mehr Dirt abgebaut hätten, zu Sand transmutieren, zu Compressed Sand zusammencraften und dann mit dem Philosopher's Stone zerbeulen, dann hätten wir noch mehr Bone Meal bekommen. Brauchen wir sowieso, um das Porcelain Clay herzustellen. Aber können wir jetzt nicht machen, weil der verdammte Baum auf dem Dirtblock draufsteht. Wenn wir den jetzt abbauen, dann fällt der Baum runter. Ah, wisst ihr was? So. Das ist mir jetzt zu doof. Wir bauen jetzt hier noch ein bisschen Dirt ab. Und so wie das Spiel seine Blöcke rendert, nämlich in Stacks und nicht alle einzeln, haben wir hier, glaube ich, sogar Glück, wenn erstmal ein Block drauf landet, so wie der rechts oben jetzt schwebt, dass die fast runterfallen, eher in diesem Stapel landen, anstatt runterzufallen. So, also wir haben jetzt hier schon 15, was mir ziemlich viel erscheint. Das ist eine feine Sache. Das ist gut. So, komm, jetzt wachs mal. Da ist er gewachsen. Sehr schön. Dann können wir den hier gleich nochmal abbauen. Und dann stellen wir uns... Nee, wir stellen uns nicht noch ein Barrel her. Wir werden das jetzt mit dem Sand machen und ein bisschen Clay herstellen. So wie es das Spiel will. So wie es das Questbuch will. Denn das finde ich immer einen ganz guten Anhaltspunkt, wenn man erstmal das macht, was einfach das Questbuch sagt, was eine gute Idee wäre. Also werden wir erstmal hier alles zu Oakwood Planks herstellen. Ein Stick, ich denke mal, das Rezept hat sich nicht verändert. Da haben wir einen Wooden Hammer. Und dann wollen wir hier mal zwei Sand herstellen und die zu das zerklumpen. Und die können wir dann da reingeben. Und da bekommen wir Clay raus. Genau, und solange wie es regnet, füllen die sich ja wieder auf. Alles in Ordnung, das ist ja kein Problem. So, wir brauchen aber ein Bucket. Und da gucken wir jetzt mal. Wir brauchen hier so einen richtigen Bucket von Ex Nihilo Omnia. Dafür müssen wir den schmelzen. Dafür brauchen wir ein Furnace. Ich weiß gerade nicht, wie man ein Furnace bekommt. Aus Small Stone. Ach ja, natürlich. Dafür müssen wir ein Sieb herstellen und Dirt sieben.
Okay, also jetzt tatsächlich wieder zurück auf Anfang. Wir müssen einen Crook bauen und wir brauchen ein paar Silkworms. Gut. Jetzt kommt tatsächlich alles wieder zurück. Jetzt mischt sich Ex-Nihilo so ein bisschen in das Spiel ein. Aber das ist gar nicht so dramatisch. Der Anfang war schon mal ganz cool. Wir haben sogar eine Quest erledigt. Crooked Man? Weiß nicht, Quest complete. Ja, wie lange steht denn das da jetzt, bis ich ins Questbuch gucke? Nein, jetzt ist es weg. Okay. Also gucken wir mal. Gehen wir kurz zurück. Da, Crooked Man, Wooden Crook. Und da bekommen wir sogar zwei Silkworms für. Wunderbar, hätte ich gar nicht benutzen müssen. Also, dann haben wir jetzt unsere Silkworms und das bedeutet, sobald der Baum da gewachsen ist, können wir ein bisschen String herstellen und dann im Umkehrschluss können wir unser Sieb herstellen und das Dirt sieben und daraus dann Steine bekommen. Meine Fresse, das war jetzt aber eine schwere Geburt sozusagen, oder? Das hat ganz schön gedauert. Okay, ich war gerade hochkonzentriert in meinem Crafting-Prozess hier, damit ich da auch erstmal alles richtig mache. Den stellen wir wieder hin und bauen den ab und bekommen ein bisschen Bone Meal. Ein einziges! Mann, Bone Meal ist teuer. Heilige Scheiße! Okay, wir brauchen definitiv eine größere Produktion an Bone Meal. Was außerdem bedeutet, wir brauchen eine größere Plattform, damit man hier mehr Dirt platzieren kann. Wir können den Einflussradius, also den Einflussradius vom Philosopher's Stone können wir vergrößern mit V. Da macht er nicht nur ein Block, sondern 3x3 oder 5x5 oder 7x7 oder 9x9. Ich habe keine Ahnung, wie groß es geht, aber es muss nicht bei einem Block stehen bleiben. Wenn wir also erst einmal eine große Menge an Dirt haben, dann ist es eigentlich kein Problem, das auch zu transmutieren. Das ist dann tatsächlich nicht so dramatisch. Wir brauchen aber erstmal eine große Menge an Dirt und dann können wir das alles transmutieren. Diese eine Dirt-Block hier ist im Prinzip unser Cobblestone-Generator, aber er ist eigentlich einfacher und schneller und ungefährlicher, denn wir konnten ihn nicht falsch aufsetzen, also wir konnten ihn nicht so hinstellen, dass aus Versehen das Obsidian draus geworden ist. Das kann ja passieren bei einem richtigen Cobblestone-Generator. Und es besteht eigentlich nicht die Gefahr, dass wir sterben, weil die Lava irgendwo hinfließt. Es kann nicht passieren, dass unsere Basis anfängt zu brennen. Und außerdem kann man es schneller abbauen. Also diese Abbaugeschwindigkeit ist, glaube ich, mehr als eine Iron Pickaxe auf Cobblestone. Das wäre schon eine Diamond Pickaxe. Also das ist hier sehr, sehr schnell. Und wenn man sich hier mal ruhig eine Minute hinstellt oder so, dann wird man schon ziemlich viel Dirt haben, bin ich der Meinung. Wir haben jetzt 41. Wer hätte das gedacht? Nein, 43. Es wäre jetzt halt wirklich nur schön, dass der Baum noch wächst, damit wir hier noch mehr Holz bekommen, wollte ich sagen. Aber wir müssen den erstmal infizieren. Infested Leaves, genau. Das wird sich ja jetzt erstmal ausbreiten, damit wir ein bisschen... Das breitet sich aber irgendwie nicht aus. Also das verfärbt sich ja gar nicht. Den Block, wo wir jetzt gerade hingucken, das ist ein Infested Leaf, aber irgendwie verbreitet er sie nicht. Wir benutzen noch unseren zweiten Silkworm. Jetzt hat er sich erhellt, sozusagen. Gut, muss man ja nicht unbedingt vor stehen bleiben und die ganze Zeit zugucken.